Ja, wie schön. Dann nimmt man erstmal ein bisschen auf. Ein paar, das sind nur ein paar Minuten. Ihr wisst, wo ich bin, ne? Kommt euch das bekannt vor? Mir ja. Ich spiele dann so munter weiter, lese dann vor. Und spiele dann weiter und weiter und weiter. Das sind nur 2 Minuten weitergespielt. Und dann merkte ich, dass da oben die Zahl gelb anstatt rot ist. Bam, 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 bam. Oh, das Karneval. Ah, das Gammelbrot nehme ich aber trotzdem mit, Leute. Was ist das? Ein Brotmesser? Nee, ich nehme das Brotmesser mit. Ja, wir wissen ja schon Bescheid. Das heißt, wir dürfen uns wieder mit diesem einen Zombie aufnehmen. Nee, das Messer ist auch irgendwie praktisch so. Ne, einfach so die Aufnahme abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Mitten in der Ladezone, mitten beim Lesen. Ich mag sowas nicht haben. Roms, Roms. Zellenblock 3, wir wissen Bescheid. Wir gehen links rum. Wir nehmen den gleichen Weg vorher, weil der ist ja richtig und sauber. Ne, wir gehen geradeaus. Hilf ihr, finde einen Weg und so weiter. Mach die Tür auf, du. Oh, scheiße. So, Fraps. Oh, ein anderer Text. Die Morgensonne strahlte durch die Pinien hindurch und die Kutsche erreichte Schloss. Eine schwache Erinnerung in Spiegelung. Fenster wiederholte sich immer und immer wieder. Habe ich das richtig vorgelesen? Oh. Also diesmal nahm er wieder auf. Er nimmt immer noch auf. Ja, er lebt noch. Ja. Geil. Eingang zur Zisterne hat da gestanden. Das ist also die Zisterne. Sieht aus wie ein großer Brunnen, oder wie? Oh, shit. Das heißt nichts Gutes. Kommt bestimmt gleich wieder ganz... Auf einmal wird alles dunkel, dann kommt ein Zombie oder sowas und Monster und haut mich an der Ohr. Weiß. So you used the drain sewers as a means of transport? Hmm. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Yes. We're almost there. Whoa. Ach, ich kann mich auch noch lehnen, ey. Das habe ich ganz vergessen. Ne, habe ich nicht. Es war Instinkt, dass ich die Tasten gedrückt habe. Gefängnis Nordland, es lässt sich nicht bewegen. Hm? Moment. Rums? Irgendwas habe ich gerade gehört hier. Oha. Die Amnesia-Zombies kommen also auch noch hier ins reale Leben. Oder ich sage einfach nur, meine Nachbarn sind verrückt geworden und fangen an zu klopfen. So. Glasbehälter. Kann ich hier mein Laternenöl auffüllen? Habe ich jetzt ein... Glas mit Öl, okay. Das ist also nichts. Ey, kann die mich verletzen? Das wäre spontan richtig geil. Sauber durch mich durch. Daniel ist ein Geist. Hier war mal eine Treppe, so wie es aussieht. Hm, ich probiere mal was. Okay, scheint immer noch aufzunehmen. Sie rührt sich nicht. Warum nicht? Hey, da kennen wir noch Mittel und Wege. Ne. Wasser! Gluck, gluck, gluck. Kann ich hier hoch, oder wie? Ne. Kann ich
hier irgendwas machen. Das sieht doch richtig aus hier, der Weg, oder? Ja, da kommt man bestimmt nicht hoch, so wie eingestürzt es ist. Es ist kein Öl mehr nötig. Oh, eine Treppe, ja. Hier gehen wir runter. Das Wasser ist zu tief, um es sicher zu durchqueren. Ich wusste gar nicht, dass hier Wasser ist. Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser darin abgelassen werden. Ach, diese Mementos habe ich flüsternd gesprochen, ne? Die auf dem Bildschirm aufkamen. Es ist kein Öl mehr nötig, du Arschloch. Hallo, und wo gehe ich jetzt hin? Da ist zu, da ist zu, da ist Wasser. Da oben ist eingestürzt, hier ist weg. Wo soll ich denn hin? Muss auch irgendein Weg im... Ah, vielleicht wieder zurück in den Gefängnis Nordburg, da was machen. Das heißt so, ne? Ne? Kann hier für nicht verwendet werden. Hallo? Mann, da muss doch irgendwas gemacht werden. Ah, die Rohre kaputt machen. Das ist bestimmt da unten das Wasser. Das fließt wahrscheinlich immer Wasser und das kann nicht abfließen. Das Symbol blinkt nicht auf. Ja, hallo, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hier ist auch gar nichts. Upsa. Ja, jetzt habe ich einen Turbo-Boost. Da hat er geblinkt. Jetzt habe ich einen Turbo-Boost gemacht gerade. Ja, also doch die... Nee? Was ist das denn? Ach, das kann ich mitnehmen. Wie? Wie, da ist eine Leiter. Die habe ich gar nicht gesehen. Hä? Oh. Die habe ich gar nicht gesehen. Ebelklemmt, sein Getriebe muss geölt werden. Hey, wir haben doch so ein Glas Öl, oder? Ah, jetzt geht's. Okay, das Glas noch wieder mit Öl auffüllen. Das war richtig sauber. Das heißt, ich kann die Leiter runterlassen. Jetzt muss ich nochmal nachgefüllt werden, okay. Wow, das war Mahlzeit, danke. Also kann ich die Leiter hochhebeln. Eingebrochenes Rohr blockiert die Leiter. Es wurde jedoch durch den Einschlag beschädigt. Alles klar. Da sind noch mehr runter. Hallo? Ah, vielleicht erstmal hoch und dann mit Schwung nach unten, ne? Und. Hallo? Ich habe nach unten gedrückt. Bums. Mach's nochmal, du Arschloch. Ja, ja, ist hier gut. Bums. Rätsel gelöst. Ja, ich bin so schlau, ich kann Rätsel lösen. Und wir können Leitern nicht klettern. Die erste Leiter, die wir gehen. Alles klar. Also, nachdem wir das Mysterium mit der Leiter geklärt haben, können wir diese Schalter hier bewegen. Was haben wir denn hier? Steuerraum. Gibt es bestimmt wieder einen Zombie. Wie, es geht nicht. Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Alles klar. Und hier geht's. Hier geht's. Okay. Was haben wir denn hier hinten? Zisterne. Aua! Puh, scheiße, ich habe mich aufgeschlagen. Ich bin aufgeschlagen. Aber wortwörtlich. Okay. Also merken aus höheren Gebieten nicht springen. Bunnyhopping, Bunnyhopping. Steuerraum. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die starke Natur der Brennenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die Blumen zu blühen brachten. Und übrigens, die Blumen sind Ladeblumen, ne? Oh, ja, ganz schön viele Kriselkrätze hier vor der Nase. Ist das normal? Boah. Ja. Herbert, how did we find this place?
An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Ach, das war Herbert? Der Mann von Luise Kuschinski? Für meinen Mann Herbert! Alles klar. So, wir nehmen den Stuhl mit, denn alle Stühle sind wunderbewirkende Monsterjäger. Also der Steuerraum, was haben wir denn hier so? Was geht nach innen auf? Hier ist er recht leuchtend. Leuchtend Licht. Ein Rohr. Ja, hallo. Rohr, bleib doch da. Okay, die kann ich also drehen, dann mache ich das mal. Klonk. Okay, es ist weg. Ach ne, da oben ist es. Okay, dann machen wir alle nach oben. Ich verstehe mal jetzt die Lösung. Klick. Okay. Ist das oben? Immer drehen, immer drehen, immer drehen, 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 immer drehen. So. Siehst du, es hat Wind gegeben, also ist das die Rätsellösung gewesen. Ja, das nehme ich. Und das ist kein Zettel zum Lesen, alles klar. Nochmal Wind. Hallo, der Zettel, Ja, der Zettel wurde schon gelöst. Ich weiß. Das war das Kreuzworträtsel für diese Woche. Hier haben wir nochmal Dinge, aber die stehen nicht so weit hoch. Es steckt fest. Ist aber schlecht. Jetzt haben wir auch kein Öl. Um halt die Dinger zu ölen. Sonst hätten wir das machen können. Das sind wahrscheinlich Gewichte oder sowas. Ui. Nö, hier geht's also nicht mehr weiter. Dann mache ich dann. Oh, das sieht aber ziemlich zerbonkst aus. Dann baue ich mir doch mal einen kleinen Tritt hier drunter, ne? So, dass man... So, und jetzt... Dass wir hier munter durchlaufen können. Ach, scheiße. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr reichen, ne? Oh, so geht's auch. Was haben wir denn hier? Dann brennt schon mal Licht durch die Tür, das habe ich gesehen. Hier geht's also runter. Was haben wir hier? Hier haben wir eins, was ganz tief drin steckt und das rüttelt und dampft. Über diese kleinen Rohre hier. Ein Zettel! Maschine, 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit und unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen. Den empfindlichen Apparat, den ich es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch den druckgesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich lese das nochmal, es zieht sich sonst hin. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit meinem Vergrößerungsglas arbeitet. Um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten. Und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hatte. Denn ich habe keinen Text ich habe den Text nicht verstanden. Hier unten ist ja nichts. Hier unten ist doch was, Öl. Aufgenommen, Stöhl. 55 Zunderbüchsen, 17 Ölfässer. Wir sind reich wie